Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute wollen wir mal wieder auf Geisterjagd gehen. Wir haben einiges an Ausrüstung dabei. Unter anderem haben wir uns hier so eine Geisterfinder-App, kann man das so sagen? Ja. Da haben wir uns runtergeladen. Anomalien-App. Eine Anomalien-App haben wir heute mit dabei am Start. Und die führt uns jetzt auf unsere Wege. Und da soll etwas Mysteriöses sein. Wir werden der Sache jetzt mal auf den Grund gehen. Wir sind jetzt hier in einen Waldweg eingebogen. Die App hat gesagt, hier geht es lang. Und die Anomalie nennt sich hier Straße ohne Straßennamen. Und hier soll irgendwas Mystisches passieren. In 900 Metern. Also wir müssen diesen Weg hier jetzt noch mal ein bisschen weiterfahren. Und dann gucken wir mal. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich da raustraue. Traust du dich da raus? Ja, wir werden es sehen. Also ich habe diese App... hat ja einige Bewertungen auch bekommen in einschlägigen mystischen Foren und sowas. Ne? Ja. Und also von daher werden wir mal schauen, ob das... Aber so ein bisschen Muffensausen haben wir schon, wenn man sich da die Bewertung tatsächlich durchliest, das ist schon... Naja, wir werden sehen. Wir fahren erstmal hin. Und wir sind jetzt hier den Weg weitergefahren. Hier ist nichts. Hier ist wirklich... Schaut mal. Heute ist auch wirklich stockenduster wird das heute werden, weil es ist sehr, sehr bewölkt. Aber die App sagt, wir sollen noch weiter voraus. Und da vorne sind irgendwie so ganz schimmernde rote Lichter. Aber wir sind hier mitten im Nirgendwo. Wir werden mal gucken, was das gibt. So Leute, jetzt geht hier tatsächlich eine Straße los. Das heißt, wir sind hier gepflastert unterwegs. Bis jetzt war hier echt nur Feldweg, wie ihr gesehen habt. Und der Name der Anomalie sagt ja auch tatsächlich Straße ohne Wiederkehr war es? Nee. Um Gottes Willen. Das wäre ja fatal. Straße ohne Namen. Und das ist hier, als wenn hier jemand echt Asphalt hingekippt hat im Nichts. So Leute, wir haben jetzt hier angehalten. Hier soll das sein. Es ist stürmisch geworden. Die ganze Zeit... Die ganze Zeit war hier nichts. Da hinten ist Feuerwerk. Sieht man das? So, die App sagt jetzt, wir sollen jetzt hier lang. Und hier vorne... Ne, die App sagt gar nichts mehr, Kollege. Aber wir sollten doch vorhin abbiegen. So Leute, jetzt haben wir hier gleich das nächste entdeckt. Schaut mal da oben. Das ist kein Flugzeug. Das ist aber auch kein Stern, weil hier ist sonst absolut nichts. Was ist das? Das steht da am Himmel. So Leute, wir sitzen jetzt wieder im Auto, uns ist das so mulmig, draußen ist so windig und jetzt sieht man da oben diesen komischen Stern oder was das ist. Wir sind jetzt genau an dem Punkt, aber hier ist wirklich nichts. Ich mache jetzt hier nochmal... die Zündung an. Wir sind jetzt wieder hier auf so einem Feld. Und dieser Stern, der wird immer größer und hinten kommen irgendwie Leute und da ist irgendwie eine Bank im Nirgendwo, so wirklich mitten auf dem Feld, irgendwie 2 Kilometer bis zu jedem Ort oder noch mehr sogar, ne? Also das ist also auf jeden Fall mehr als Mumie. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen. Also 4 Meter, in 4 Meter Entfernung soll das liegen. 4 Meter? Also irgendwo hier auf dem... 4 Meter nach vorne. Links auf dem Acker. Irgendwo hier vorne, links auf dem Acker. Links auf dem... Wir fahren einfach nochmal 4 Meter vorwärts. Das können wir ja einfach mal machen. Und was sagt die App? Die geht immer aus. Jetzt haben wir schon dran vorbei. Schau mal, so sieht das hier auf der App aus, im Satellitenfoto. Eigentlich müssten wir hier sein. Jetzt ist es hinter uns. Wir können ja mal... Weißt du, was wir mal machen können? Wir können mal das EMF anmachen. Wir machen jetzt hier mal das EMF an, das kennt ihr ja schon aus den anderen Filmen. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendwie Ausschlag haben. Momentan ist hier nichts. Ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unscharf rüber. Ist nichts, ne? Nee, noch nicht. Jetzt, da war was. Hallo, ist jemand hier? Nicht, dass hier einer im Auto sitzt, ey, dann werde ich aber... Ja, wir haben in der App auch gelesen, da haben Leute... Hast du es gesehen? Ja, allerdings... Wir haben an der App auch gelesen, wenn man die Bewertung liest, da sind welche irgendwo in den Wald gegangen und da kamen dann auf einmal irgendwelche Leute auf die zu. Oder es war dann eine Tüte gefunden mit einem blutigen Messer drin oder solche Sachen. Also hier ist... Nee. Alter! Guck mal!
Ja, dann. Und weg! Ist weg! Das gibt's doch nicht! Hast du das gesehen? Es ist an uns vorbei. Das ist, als wenn einem irgendwas vorbeigehuscht ist und jetzt ist hier. Schaut mal! Hier wieder. Im Auto, soll ich das Auto mal ausmachen? Mach das Auto mal aus. So. Jetzt ist hier natürlich alles duster. Und da genau, wo das hingezeigt hat, die App. Hier sind Stimmen, ne? Hier sind Stimmen zu hören. Klingt das, das klingt tatsächlich so. Hier wieder Ausschlag, voller Ausschlag. Es klingt wie Stimmen draußen. Extrem stürmisch, obwohl es den ganzen Tag war. Also wirklich, wo jetzt hier der Wind herkommt, das möchte ich wirklich mal wissen. Es war den ganzen Tag. Wollen wir mal die Wärmebildkamera? Das war Wind. Oh Gott. Wollen wir mal die Wärmebildkamera? Ich habe die hier unten bei an deinen Füßen. Dann starten wir die mal. Ich mache euch zu allen Geräten, die wir hier zeigen, unten auch eine Verlinkung. Zu den meisten habe ich auch ein Video gemacht. Weiß gar nicht, geht das durch Autoscheiben durch? Weiß ich gar nicht. Ne, geht nicht durch, oder? Ja, muss erstmal starten. Hier sind echt Stimmen. Das klingt so. Ne? Und schau mal jetzt hier. Das klingt wirklich so. Klingt echt so, ne? Und jetzt gucken wir hier mal auf die. Also das EMF ist jetzt ruhig. Ich mach mal die Scheibe runter, ich trau mich mal. Und jetzt mal hier. Warte mal. So, und jetzt kommt der Sturm schon hier rein. Boah. Ich lass hier mal die Kamera hier drin. Und dann gucken wir mal. Ja. Das EMF schlägt aus übrigens. Schaut mal. Einfach, ich mach das Fenster auf und das EMF schlägt aus wie wild. Guck mal. Volle Pulle. Das liegt hier einfach. Ich mache hier mal das Innenlicht an. Nein, lieber nicht. Ja, das liegt hier einfach auf dem Armaturenbrett. Ich guck noch mal hier. Dieser Wind, der ist ja auch so. So, hier sieht man jetzt nichts. Hier sieht man den Außenspiegel. Aber sonst sieht man jetzt hier. Aber das EMF spielt verrückt. Das EMF spielt total verrückt. Jetzt wieder nichts. Die Kamera ist das nicht, Leute. Wenn ich die jetzt hier daneben halte, da schlägt jetzt nichts aus. Ach, komm, lass uns mal aussteigen und lass uns mal hier hingehen. Ich geh doch da. Ja, das EMF wieder! Guck mal! Hey, Leute, ich steig nicht aus. Das ist windig draußen und alles. Ich bin so neugierig. Und da, guck mal, es ist nix und auf einmal schlägt das, als wenn hier jemand davor rumrennt. Und wir sind laut. Diese App irgendwie vielleicht einen Meter noch entfernt. Eben hat er ja 4 Meter gezeigt, aber jetzt sind wir wohl noch irgendwie, was zeigt er an? 2 Meter? 1 Meter? Ja, er zeigt 1 Minute. 1 Minute jetzt? Ja, es ist halt irgendwo hinter uns hier. Wir sollen umdrehen und dann zurückfahren. Guck mal, das EMF die ganze Zeit, das haben wir noch nie gehabt. Das haben wir noch nie gehabt, dass das, guckt mal. Wahnsinn. Wahnsinn, das Auto ist aus. Das Auto ist aus. Ein Auto kann das definitiv auch nicht erzeugen. Ich hatte euch das mal im Ursprungsvideo auch gezeigt. Da hatte ich das mal ans Auto gehalten. Und das hat... Ich krieg nicht mehr reden. Mir schnitzt die Luft zu irgendwie. Leute, wir fahren jetzt hier erstmal weiter. Das ist ja nur cool. So Leute, laut App ist genau hier. Und hier ist auch... Leuchten mal hier hin, wo das Gras ist tatsächlich. Also hier waren vielleicht schon mehr Leute. Ich habe mich gerade vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Der Kollege ist heute wieder nicht so stabil unterwegs. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Das EMF hat im Fahrzeug jetzt extremst ausgeschlagen und als wir ausgestiegen sind auch. Und jetzt, wo wir hier stehen. Oh, doch, jetzt hier, jetzt geht's wieder. Wie, jetzt geht's wieder? Leuchten noch mehr drauf, dann kann ich es noch weniger sehen. Am besten leuchtet es ganz drauf. So, Leute, hier ist nichts. Jetzt, weil. Ist hier jemand? Oder irgendwas? Da hinten ist. Sieht man das? Da hinten ist was Rotes. Hallo? Ist jemand hier? Nix. Dubios. Hier ist der Kollege. Zieht.
Überbildkamera nicht zu erkennen und da ist er. Riesending. Wer das sagen kann, was das ist, es ist definitiv nicht der Abendstern und sonst ist nichts am Himmel zu sehen. Wer es erklären kann, gerne in die Kommentare. So Leute, jetzt haben wir hier noch was gefunden. Hier ist ein gelber Gulli. Genau da, wo das die stimmt. App... Könnte es das sein? Das kannst du aufmachen, da ist doch... Warte mal, das ist heiß da drunter, schau mal. Das ist heiß da drunter. Okay, pass auf, ich heb das Ding mal. Probier mal an. Nee, das ist ja auch zu... Ist geschweißt? Zu betoniert, ja. Zu betoniert ist das, aber da ist ein so ein Loch. Leuchte mal rein. Das ist ganz schön tief, ne? Ja. Na, so ein Meter. Ein Meter? Mehr sieht man da jetzt nicht. Ich locke gerade sämtliche Zikaden an, übrigens. Die fallen da auch rein, vor allen Dingen. Die kommen da raus. Da kommen irgendwie Viecher raus, Leute. Ja gut, hier, mitten im Nichts, einfach mal so ein betonierter Schacht. Ich leuchte nochmal rein, in der Hoffnung, dass ich jetzt hier keine Knochen da ist. Was ist das? Da kommen irgendwelche Viecher raus. Ja, vor allem ist hier irgendwas... Raucht irgendwas raus. Ist hier irgendwas... kann man das sehen? Da ist was drin, ne? Zulauf oder was? Vielleicht. Irgendwie so eine Feldbewässerung oder sowas. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Noch nie so gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. So Leute, wir haben uns jetzt entschlossen, wir nehmen noch einen neuen Punkt auf und wir haben die App hier schon einmal angemacht und die hat uns jetzt schon wieder hier, was hast du vorhin gesagt, was zeigt sie an? Wie hieß es? Eine Anomalie. Den größten Anomaliepunkt hier. Achso, in der Umgebung, ja. In der Umgebung. Und da wollen wir jetzt gleich mal hinfahren. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter, hier müssen wir auf jeden Fall einen Umweg nehmen, aber wir bleiben dran. Leute, jetzt schaut euch das mal an. Wir sind hier, laut Navi, sind wir hier im absoluten Nichts. Hier wird nicht eine Straße angezeigt. Das Lied, was jetzt gerade gespielt ist, ist hier allein. Das passt ja auch. Das Teil schickt uns hier noch geradeaus. Und wir sind hier auf diesem Weg, der, wie gesagt, da steht ein Pfosten. Guck mal, hier so ein Leitpfosten. Als wenn das hier so eine verwaiste Straße wäre. Total im Vergessenen hier. Also... Weiß ich nicht. Und wir sollen noch 2 Kilometer irgendwie geradeaus fahren. Und hier ist nix, sonst nix. Leute, jetzt schaut euch mal diese Apparatur an hier, die wir jetzt hier gefunden haben. Da ist so ein Käfig drumherum. Und da läuft irgendwie wie eine Pumpe. Aber hier sind keine, wie man sagt, diese Feldsprenger, wie ihr kennt, wo Abwasserverregnung teilweise ist oder generell irgendwelche so Beregnungsanlagen. Hier ist nichts. Hier läuft einfach so ein Motor in dem Käfig. Was denn da? Na, guck dir das doch mal an da vorne. Na, was ist denn das? Nebel! Schaut mal da! Was ist denn das? Da kommt so ein... Seht ihr das? Warte mal. Ich mach mal das eben einfach. Das sieht man nicht. Da ist ein... Was ist das denn? Warte mal, wir fahren da hin. Schaut mal, ist da. Was ist das denn? Hier. Was ist denn das? Das EMF schlägt volle Pulle aus. Hier. Ich bin jetzt hier auf vollem Zoom. Schaut euch das an. Da ist wie so ein... Wahnsinn. Das ist kein Wasser. Das ist Nebel. Und das ist keine so eine... Wie als wenn hier eine Leitung... Warte, das hört überhaupt nicht auf. Guck dir das an. ...überhitzt wäre oder sowas. Wie so die Stromleitung, die überhitzt wäre oder sowas. Und das EMF haut sich hier tot. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wahnsinn! Jetzt ist er tot, oder? Jetzt ja, ist... Ja, ist Und da, dieser Nebel, der da entsteht. Sieht man das? Kann man das sehen? Da, wieder! Leute, wir fahren hier jetzt weiter. Wir folgen dem Weg weiter wie... Das EMF, das schlägt hier. Schaut euch das an! Wahnsinn! Und wir sind hier, laut Navigation hier, absolut im Nirgendwo. Diese Straße hier gibt es eigentlich gar nicht. Da hinten raucht auch irgendwas noch. Was ist denn das? Und hier ist auch wieder so windig jetzt. Hier ist windig. Aber dieser Qualm, der steigt hier gerade nach oben. Ich verriegel hier jetzt mal die Türen. Und dieser Motor, der ist so laut. Und das EMF hier. Solche Riesenausschläge haben wir noch nie vorher gehabt.
Kann das der Motor sein? Nein, jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Wie weggeblasen. Aber. Und der Nebel ist auch weg. Auf der Kamera sehe ich den Nebel nicht. Doch, da kommt er, da hinten. Aber der ist jetzt weiter hinten. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt kommt wieder viel. Und jetzt schlägt doch das EMF aus. Also wenn dieser Nebel kommt, schlägt das EMF total aus. Wer es erklären kann, gerne in die Kommentare schreiben. Glaub mir, wir gehen jetzt hier an einen solchen Nebel heran. Das ist keine Wasserleitung, Leute. Hier liegt nichts. Hier ist auch nichts im Boden oder sowas. Der Kollege hat sich jetzt hier ganz nah rangetraut. Aber das ist definitiv keine Wasserleitung. Das ist, als wenn hier irgendwie... Das ist hier irgendwie, als wenn hier einfach Elektro brutzelt. So, Kollege kommt zurück und wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt wieder ins Auto. So Leute, wir müssen jetzt hier vorne rechts abbiegen, sagt die App, und der Weg hat sich hier komplett geändert. Hier hört man, es sieht aus wie ein Dschungel. Hier ist total bewachsen auf einmal, aber hier ist nur noch Schotterweg. Hier sind ganz viele Viecher. Rehe sind hier auch schon lang gelaufen. Und die App sagt, wir sind fast da. Gleich, 1 Kilometer noch. Gleich am Ziel. Aber auch wieder mitten auf dem Acker. Mitten auf dem Acker. Irgendwo. Gut. Und Navigation sagt nirgendwo. So Leute, EMF sagt nichts. Wir sind jetzt aber hier ganz knapp davor. Also nur noch ein paar hundert Meter müssen wir weiterfahren. Wie gesagt, EMF sagt noch nichts. Aber wir sind hier weiter am Ball und wir werden da vorne, da wo einfach nichts ist, unser Leben lassen. Ich hoffe nicht, aber EMF, oh, jetzt, wo du das von Leben sagst, wo du was von Leben sagst, schlägt das EMF aus. Okay, wir fahren bis da vorne und dann melde ich mich hoffentlich wieder. Wenn nicht, informiert irgendwelche Leute. So Leute, sieht man das da vorne? Da steht irgendwas da. Und wir können jetzt noch nicht sagen, was das jetzt wäre. Aber es könnte hier mit der Entfernung jetzt... Und mit der Entfernung würde das aber, glaube ich, ganz gut hinpassen. EMF ist nach wie vor ruhig. Eben, wo wir vom Leben geredet haben, da. Ja, guck mal, wegen ruhig. Wenn ich Leben sage, schlägt es übrigens aus. Ist kein gutes Omen irgendwie. Irgendwie ist das kein gutes Omen, aber wir fahren jetzt noch dieses Stückchen weiter. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall wissen, oder? Wollen wir wissen? Leben und leben lassen. So Leute, ein bisschen ist noch hin hier mit der App, aber hier steht, hier ist ein Modellflugplatz. Einfach so im Nichts ist hier ein Modellflugplatz. Habt ihr einen Modellflugplatz bei euch in der Nähe? Ich habe hier das hier natürlich noch nie gekannt. Hier war ich noch nie. Hier geht so ein Weg ab. Sieht man jetzt natürlich sehr schlecht. Wir nehmen auch gleich, wenn wir am Ziel angekommen. Was wuselt denn da vorne rum? Schaut mal, da vorne ist... Da wuselt doch irgendwas, oder? Siehst du das? Diese Schatten, die da laufen? Sieht man das im Video? Ja, tatsächlich. Rechts und links sind irgendwelche so eine Schatten. Und das EMF schlägt hier aus, jetzt nichts, okay? Da, rechts, da, als wenn da... Siehst du das? Da, ja. Was ist das denn? Was ist denn das, ey? Was ist das denn? Sieht man das im Video? Guck mal auf den Weg. Ich gehe mal noch mal näher ran mit der Kamera. Als wenn da so eine... Und jetzt das EMF hier. Schaut euch das an. Da, da ist dieser Schatten. Seht ihr den? Da wieder. Was ist das? Was ist denn das? Hier auf dem Video, guck mal, hier. Ja, da. Siehst du das? Ja, Mann. Was ist denn das? Da ist doch ein Vieh. Was ist das denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es aber da auch nicht. Da wieder ein Schatten weggehuscht. Habt ihr das gesehen? Wir müssen weg hier. Das EMF spielt auch verrückt. Wir fahren. Los, Alter, komm, gib Gas hier. Wir fahren weiter. Wir fahren links rein. So Leute, das EMF spielt verrückt, wie ihr seht. Wir sind jetzt 1 Meter ungefähr vor der Lokation, wo wir hin sollen. EMF hat jetzt wieder aufgehört. Also es ist echt. Aber es würde echt, also wie macht denn diese App das? Es würde ja passen, weil als auf dem Weg dahin eben es ja auch total ausgeschlagen hat. Ja, und diese Schatten, was gewesen sind. Ja. Und jetzt, ich fahre ein Stück vor. Wir sind hier im Nichts, Leute. Wir sind hier im Nichts.
Und er sagt jetzt hier... Und laut der App soll das ja hier die höchste Anomaliendichte sein. Und das EMF schlägt auch die ganze Zeit aus. Also es muss hier irgendwas sein. Aber was? Jetzt sind wir da. Jetzt geht das Handy auch noch aus. Aber wir sind genau am Punkt angekommen. Ja, wir sind da. Leute, es ist hier kurz nach 12. Es ist Geisterstunde. Das EMF spielt verrückt. Wir sitzen hier im Auto. Hier sind Schatten um uns rum. Die App sagt, wir sind hier am höchsten Ausschlagpunkt von irgendwelchen mystischen Sachen. Ja, guck dir das doch an, es hört doch gar nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Es hört, das haben wir noch nie gehabt. So, erinnert euch mal an das Geisterhotel, wo wir... Jetzt geht das Handy wieder an, oder was? Und weg. Es ist weg. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Und wieder da. So Leute, jetzt sag mal, schreibt mal in die Kommentare, sollen wir aussteigen oder... Was sollen wir machen? Oder abhauen? Schreibt schnell in die Kommentare. So Leute, wie eben gesagt, hier ist der Punkt, wo die Anomalie sein soll. Und ich habe jetzt mal die Wärmebildkamera hier gestartet. Ich probiere erstmal hier scharf zu stellen. Und wir haben jetzt einfach mal links hier rüber geguckt. Und wenn man hier aus dem Fenster guckt, ich hoffe, man kann das sehen. Hier ist ein Trampelpfad, Leute. Jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber irgendwas ist an dieser App nicht normal. Genau hier ist wieder irgendetwas. Hier ist ein Trampelpfad ins Feld rein. Und wenn ich jetzt hier ringsherum anders gucke, da ist tatsächlich nichts. Ein bisschen schwierig, die Kamera hier einzufangen. Aber genau da, wo die App sagt, hier ist 100% was, geht ein Trampelpfad auf dieses Feld. Schaut euch das mal an. Gib mal die Lampe her, bitte. Wir gucken mal, ob wir mit der Lampe was sehen. Seht ihr das? Hier ist so richtig wie so eine Mulde. Also hier ist tatsächlich jemand durchgegangen. Und den ganzen Weg über, wenn ihr hier nach reinguckt, links und rechts ist hier wirklich unzerstörtes Gras. Hier ist nichts kaputt. Und genau hier, wo diese App sagt, hier soll was sein, hier geht ein Weg rein. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Irgendwas ist hiermit nicht normal. Ich wollte gerade erzählen, dass das EMF ruhig ist, aber... So Leute, und das EMF spielt jetzt auch wieder verrückt. Mehr können wir jetzt hier nicht finden. Also was jetzt hier vielleicht noch... weiter mystisch wäre, ich weiß nicht, wollen wir da mal hingehen auf diesen Trampelpfad, wollen wir da mal rausgehen? Na klar. Gut, dann steigen wir nochmal aus. Leute, jetzt wo ich übrigens sage, wir steigen aus und wir die Türen schon aufgemacht haben, ist das EMF eigentlich so gut wie tot. Das heißt, wir haben hier nur eine grüne, ich mach das mal hier scharf, dass man das besser sieht, wirklich eigentlich gar keinen Ausschlag mehr. Das hat schon begonnen. Wie gesagt, als wir gesagt haben, wir steigen aus, war das EMF tot. Wir machen die Tür auf, komplett tot, nichts mehr. So. Wir steigen jetzt aus. Und wenn wir jetzt rausgehen, wer weiß, was passiert. Du hast rausgehen gesagt und es hat ein bisschen geblinkt. Sollen wir aussteigen? Hallo? Oder sollen wir im Fahrzeug bleiben? Sollen wir im Fahrzeug bleiben? Nichts mehr, Leute. Ja. Ist nichts mehr. Kommt denn das? Ich habe auch die Zündung tatsächlich noch an hier. Also am Auto liegt es auf jeden Fall nicht. Was war denn das? Tja, war denn das jetzt? Irgendwas hat hier geknackt, Leute. War ich gerade auch ein Lichtblitz? Hier war ein Lichtblitz. Es donnert draußen ein bisschen. Ja, kann ein normales Gewitter sein, ne? Obwohl war nichts angekündigt. Wir sind hier immer noch im absoluten Nichts. Das ist doch so. Total ruhig, diese Stille hier. Absolute Stille, aber es ist sehr windig. Wir steigen aus. So Leute, schaut, da ist wirklich das so, dieser Weg. Wir sind jetzt hier ausgestiegen. Ich habe gesagt, hier ist Wasser. Du könntest recht haben mit dem. Ich habe Angst, dass ich ins Wasser fahre. Frösche. Hört ihr das? Das sind Frösche. Hier ist irgendwo ein Teich. Und hier immer noch unsere Anomalie. Schaut es euch an. Wer es erklären kann, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ist nur hier. Woanders
ist hier nix. Leute, wir haben hier was entdeckt. Hier steht einfach irgendwie ein Kanister steht hier rum. Wir sind, jetzt ist gerade windig, wir sind hier, ich stelle mich mal hinter dich so ein bisschen, wir sind hier 5 Kilometer gefahren in die absolute Butnik und hier sagt uns eine App, hier ist was, hier ist ein Trampelpfad, hier steht ein Kanister, das EMF schlägt aus, jetzt gerade nicht, okay. Nee, doch, immer wieder. Immer wieder so ein bisschen, wo wir auf diesem Kanister hier zeigen. Es ist nix. Man hat hier nichts gesehen. Und das haben wir auch gerade, nee, das haben wir gerade wirklich überhaupt nicht gesehen. Erst jetzt beim Aussteigen. Und der Kanister ist kalt übrigens. Der ist extrem kalt. Schau mal, der hat die gleichen Farben wie das, was da hinten. Als wenn hier irgendeiner was ausgekippt hätte, oder? Ja, guck mal, es ist auch nass hier, oder? Es ist nass, ne? Guck mal, nee, wirklich mal ohne. Ja, ja, nee, ich sehe das. Es sticht. Es sticht. Dornen. Wir gehen. Hier ist ein Graben. Hier darf man nicht. Was ist denn das, Leute? Da ist was drin noch, ne? Und da ist noch so ein. Wie so ein Gulli. Wieder so ein Gulli. Das gibt es doch nicht. Als wenn hier einer in einer App die Gullis kartografiert hätte. Und wir sind jetzt irgendwie 25 Kilometer oder was von dem ersten Punkt entfernt. Der ist auch hochgehoben. Und das, was vorher in dem Kanister war, ist hier in den Gulli gelaufen. Jemand hat hier irgendwas in dem Gulli entsorgt. Jemand hat was in dem Gulli entsorgt. Jetzt schreibt mal gerne in die Kommentare, muss man das melden? Muss man sowas melden? Aber woher weiß die App das bitte? Aber woher weiß die App das, dass hier irgendwas... Leute, das ist mir mulmig hier. Das ist mir mulmig. Und hier, schau mal, er steht jetzt hier. Du stehst übrigens wie in so einem lila Loch. Wie in so einem lila Loch stehst du. Und kann man das anheben? Ja, könnte ich. Soll ich irgendwas halten oder was? Du bist ganz schön halt. Du bist ganz schön. Bitte um. Ist das da hinten der Mars? Leute, da hinten ist so ein. Sieht man auf dem Video leider nicht. Das ist wie so ein roter Planet jetzt. Und der andere Dings ist weg. Das andere Teil ist weg. Gut, wir gucken wieder hier zum Gulli. Das ist nur ein Anschluss, ne? Und welches Viech ist da drin? Ganz viele Viecher. Ja, sonst ist hier jetzt nichts. Schaut mal, und das ist kalt. Das ist sehr kalt. Aber es muss ja irgendwer, wie gesagt, das, was hier... Lass das nicht an, Mann. Das ist ja... Hat oben einer auch ein Loch reingemacht, als wenn hier irgendwas ganz schnell auslaufen sollte. Steht aber auch nichts drauf. Der EMF ist jetzt aber auch ruhig. Und das EMF ist total ruhig. Wie schon gesagt, hier die Handys oder Fahrzeug ist auch noch an. Ja. Zündung ist alles an, das habe ich alles angelassen. Nicht, dass wir nicht mehr wegkommen, dass die Batterie alle ist. Wie schnell geht sowas? Wisst ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Aber das ist doch... Wir... Aber jetzt mal ganz ohne, jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann es sein, dass wir kommen hier hin? Diese App zeigt uns, wir sollen hierher fahren, weil hier eine Anomalie ist. Das EMF schlägt aus. Wir kommen hierher, es ist alles ruhig und wir entdecken das. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Das ist für uns ist das zu hohe Mathematik. So Leute, wir sind wieder im Auto und wir haben hier festgestellt, hier ist es tatsächlich nass auf diesem Weg, obwohl es hier nicht regnet. Hier sind auch solche Staubteufel unterwegs, schaut euch das mal an, aber hier sind Pfützen. Aber hier wird nichts gesprengt oder sonst irgendetwas. Also dieser Weg ist auch wieder alles mehr als mysteriös und das ist uns jetzt hier ein bisschen... Da wird, guck mal, wie staubig das da vorne auf einmal wird. Wie das, was da für ein Dunst doch? Siehst du das? Ja. Das war doch eben nicht, oder? Nee, das ist jetzt tatsächlich... Da kommt Nebel, seht ihr das? So da, wo die beiden Bäume sind da vorne, da kommt irgendwie so ein Nebel und da müssen wir jetzt durch. Na ja, gut. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns hier zu begleiten. Wenn das so war, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann folgen auch noch weitere Videos in diesem Stil. Das hat uns auf jeden Fall, mit dir nicht, ja. Das hat uns auf jeden Fall doch Spaß gemacht, auch wenn es uns wirklich manchmal hier wirklich... Das war wirklich spooky heute. Also die Muffe gegangen ist. Heute lasse ich mal meinen normalen Spruch. Ich sage einfach, macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und sage, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.